Willkommen zu Gönn dir was. Mich hat nochmal Post erreicht und ich denke Geburtstagspost. Das ist eine meiner Abonnentinnen und sie schrieb mich auf Instagram an. Ja, sie würde mir schrecklich gerne mal was zukommen lassen und ob ich ihr denn meine Adresse verrate. Und wenn ich das nicht tue, könnt sie ja verstehen. Und ja, auf jeden Fall klar. Ja, und dann habe ich gefragt, ne, ich will das nicht umsonst, was ich ihr denn Gutes tun könnte. Nix. Ja, und das Paket ist gerade gekommen und ich musste schon lachen, weil in der Whiffbox. So. Ich habe hier nur die Ränder aufgeschnitten. Ich habe null Ahnung, was drin ist. Ich weiß, dass sie strickt oder häkelt. Oder beides macht. Irgendwie so. Und ja, ich habe wie gesagt nur aufgeschnitten, aber ne? Schön in der Wolfbox verpackt. Und wir machen jetzt mal auf. Schöne Karte. Maritim. So. Okay, Moment. Vielen Dank, Christina. Danke. Jetzt. Darf ich vorstellen? Betty. Ey, ist das nicht der Burner, das hier? Das hat sie selbst gehäkelt. Und sie heißt Betty. Die kommt da oben zur Pummelfee. Da werde ich die schön hintrapieren. Ey, guckt euch das mal an. In perfekt. In Perfektion gehäkelt. Also Christina. Betty wird mir auch des Öfteren ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Rundungen hat die. Perfekt. Mach dir dunkle Haare und dann hast du mich. Also, der Hammer und was für ein Talent. Ist die cool? Ist die cool oder ist die cool? Da werde ich gleich ein schönes Plätzchen finden. Oh mein Gott. So, passt mal auf. Mal gucken. Ich muss die irgendwie. Das sieht doch gut aus. So, kann man Betty sehen? Ja, perfekt. Jawohl, Betty kann man sehen.
vielen Dank. Also genial. Betty. Ja, und? Die wandert jetzt gleich für ein Stündchen in den Kühlschrank und dann wandert die heute schon so Stückchen für Stückchen in meinen Magen. Nicht alles, aber lecker. Christina. Dankeschön. Ich mache das jetzt mal. Ich mache jetzt extra hiermit eine Thumbnail. Und Betty mal schnitt im Bild, damit hier jeder den Überraschungseffekt hat. Geile Kurven hat die. Also kannst du dir dann das sagen. Macht es gut. Bis bald.